Hallo und willkommen zu einer Folge. Es wird hier so einsam. So, wir sind jetzt wieder in unserer Fischhütte hier aufgewacht. Am nächsten Morgen ist es bewölkt und düster. Es ist kein besonders angenehmer Morgen, aber wenigstens regnet es nicht. Das ist ein kleiner Trost. Du hebst dich von deiner Strohpütsche, streckst dich und wirfst einen Blick in das Innere der Fischerhütte. Gestern Nacht, als es vieles noch im Schatten lag, sah sie schon baufällig aus. Aber im Morgenlicht sieht sie noch viel übler aus. Das Innere der Hütte macht den beunruhigenden Eindruck, als sei sie in aller Eile verlassen worden. Zerbrochenes Geschirr liegt auf dem Boden, verstreut. Und der einzelne Holzstuhl, der einst neben den einzelnen Holztisch gestanden haben muss, liegt auf dem Boden. Die Schranktüren sind einen kleinen Spalt geöffnet, die Regale darin deprimierend leer. Eine schnelle Suche offenbart eine Handvoll Lebensmittel, aber der Rest ist nutzlos. Wenn du hier bequem leben willst, musst du dich mit der Nahrungssuche beschäftigen. Du hast gestern Abend sehr wenig gegessen und dein Magen ist leer. Es war der unzufriedene Grummel deines Magens, das dich aus deinem Schlummer geweckt hat. Aber dein Körper wirkt in der Tat sehr unruhig, ähnlich wie die grauen Wolken, die den Himmel verdunkeln. Denkst dich an den, Wie hätte ich das angerufen, ETF? Egal. du denkst nicht an dein eigenes körperliches Unbehagen. Stattdessen schwelgst du in den Ereignissen der vergangenen Nacht. Du kannst nicht anders, als an die Meerjungfrau zu denken. Bist du letzte Nacht bei deinem nächtlichen Spaziergang, als du nicht schlafen konntest, wirklich einem aquatischen Mädchen begegnet? Es klingt unwirklich, vor allem jetzt, wo die Sonne aufgegangen ist und sich die Schatten der vergangenen Nacht verflüchtigt haben. Du kannst es nicht wirklich glauben. Es muss ein Traum gewesen sein. Aber wieso kannst du dich nicht so gut daran erinnern? Du bedienst dich an dem Spärchen Essen und Trinken, das dir zur Verfügung steht, und überlässt, was du als nächstes tun sollst. Überlegst, was du als nächstes tun sollst. Was könntest du jetzt tun? Du hast natürlich vor, bei Einbruch der Dunkelheit ans Ufer zurückzukehren, um die Meerjungfrau wiederzusehen. Aber die Nacht wird noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Du musst eine Möglichkeit finden, dich bis dahin zu beschäftigen. Das uninteressante Erinnern der Hütte bringt dich auf keine besonderen Ideen. Also beschließt du, einen Spaziergang zu machen. Deine Füße schmerzen noch von dem Anstrengen der letzten Nacht. Aber wenn du langsam gehst, sollte es gehen. Zumindest hoffst du das. Wirst nicht länger als nötig in der Fischhütte bleiben, auch wenn es draußen noch kalt ist. Drin ist es fast so kalt wie draußen, außerdem ist die Hütte viel zu klein. Du lässt die Hütte hinter dir und machst dich auf den Weg. Du weißt nicht genau, wohin du gehst, aber du schätzt, dass es nicht allzu wichtig ist. Du hast kein bestimmtes Ziel vor Augen. Deine Wanderungen führen dich zu den Klippen, die steil und spitz sind. Der Weg zum Ufer ist gefährlich. So gefährlich, dass du dich fragst, wie du in der Nacht zuvor die Klippen hinabsteigen konntest, um die Meerjungfrau zu treffen. Weil ich denke, wenn du das Bild hier so also siehst, wo befinden wir uns denn bitte sehr gerade? Hier oben oder was? Weil hier ist einfach mit der Strand oder nicht? Weil heißt ja, das sind eben Klippen, wo unten das Wasser gegenprescht. Das ist ja eigentlich, wenn denn hier. Also das Bild ist nicht so ganz akkurat, würde ich behaupten. Es sei denn, wir befinden uns gerade hier oben drauf. Naja, du bist viel entschlossener, als du jemals gedacht hättest. Aber das hätte ich dir natürlich auch sagen können. Für einen so kleinen, schmächtigen Menschen bist du erstaunlich eigensinnig. Du gehst am Rand der Klippe entlang und hältst dich dabei deinen respektvollen Abstand zum Abhang in Richtung des Ufers. Du hast zwar die Aufregung der letzten Nacht unbeschadet überstanden, aber du hast keine Lust, dein Glück herauszufordern. Es wäre so typisch für dich, in Dunkelheit einen Sturz in den Tod zu entgehen und dann am Morgen nicht zu stolpern und unweigerlich abzustürzen. Das ist noch nie das große Glück. Bei deinen Wanderungen entlang der Klippe entdeckst du allerlei kuriose Pflanzenarten. Nach zuvor dachtest du noch, die Klippen seien verwittert, aber jetzt siehst du, dass deine Vermutung falsch war. Hier gibt es Blumen, sehr hell und freundlich, wie das Licht der Sonne im Sommer. Und denkst du mit deinem Anflug von Vergnügen, das blonde Haar der Meerjungfrau, von der du sicher bist, dass du gestern Abend mit ihr gesprochen hast. Diese Blumen sind ihrem Haar sehr ähnlich, also ähnlich, dass es unheimlich ist. Du gehst auf die Blumen zu, fühlst dich für den anderen gezogen und kniest dich hin. Das hohe Gras streichelt deine Knöchel wie eine Liebkosung. Der Morgentau benetzt deinen Rock. Deine Kleidung wird feucht, ebenso wie deine Beine. Aber diese kleine Unannehmlichkeit ist dir egal. Du hast gerade eine Idee bekommen. Warum nicht ein Geschenk für deine neue Freundin machen? Du bist sicher, dass sie es zu schätzen weiß. Warum sollte sie auch nicht? Sie sagte dir mit trauriger Stimme, dass sie sich einsam gefühlt habe. Sie willst du wiedersehen. Wenn du sie das nächste Mal siehst, möchtest du sie zum Lächeln bringen. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf fängst du an, die Blumen zu pflücken, die an, die Klippen, an denen Klippen wachsen. Diese Blumen haben keine Dornen, und ihre zarte Stiele lassen sich leicht zwischen den Fingern abreißen. Beim Pflücken dieser Blumen beachtest du darauf, dass ein Großteil des Stiels intakt bleibt. Du brauchst diese Stiele, damit du die Blumen zusammenbinden kannst. Du willst für deine Meerjungfrau einen Blumenkranz machen, etwas, das sie im Haar tragen kann. Ja, übrigens auch richtig unter Wasser, auf jeden Fall.
Dieser Blumenkranz wird dir sicher gefallen. Sie ist so hübsch, dass ihr alles stehen würde. Du machst weiter, langsam und beharrlich, während die schwache Sonne scheint. Es dauert eine Weile, aber irgendwann bist du in der Lage, etwas zu gestalten, mit dem du zufrieden bist. Du kannst nur hoffen, dass es der Meerjungfrau auch gefällt. Wenn es sie wirklich gibt. Vorsichtig streckst du deinen behelfsmäßigen Blumenkranz ein und stehst dann noch nach etwas zu essen zu suchen. Ich finde auch einen Blumenkranz. Wo steckt sie denn im Blumenkranz jetzt rein? Der ist auch, egal wo sie ihn reinsteckt, ist aber danach platt gedrückt. So, what the fuck? Der musste den ja in der Hand tragen oder selber auf dem Kopf oder sonst irgendwas. Naja, bei deiner Suche entdeckst du einige Obstbäume, deren süße Früchte deine Lebensgeister stärken. Zumindest vorläufig. Es ist wirklich ein Glück, dass du dich so sehr auf dein Mondschein-Rendezvous in der Meerjungfrau freust. Wenn du dich weniger auf die Zukunft und mehr auf die unmittelbare Gegenwart konzentrieren würdest, hättest du vielleicht mehr Appetit. Mit einem leeren Magen kehrst du zur Hütte zurück, hä? Hey? Aber jetzt leer Magen, scheint gerade, was stehen Obstbäume rum, hat gerade irgendwas verpasst. Ich entdecke einige Obstbäume, deren süße Früchte deine Lebensgeister stärken. Jetzt habe ich einen Knoten im Magen wieder. Alles klar. Macht Sinn. So, wo war ich gerade? Da war ich schon, da war ich schon. So, jetzt zurück, in der du den Sonnenuntergang abwarten willst. Du stellst bald fest, dass es in der Hütte kaum etwas anderes zu tun gibt, als die Schränke zu überprüfen und den Boden zu fegen. Tätigkeiten, die sich beide deprimierend sinnlos anfühlen. Es gibt auch keine Bücher zu lesen, mit denen man sich Zeit vertreiben könnte. Du versuchst dir auch ein Feuer zu machen, um die Kälte zu vertreiben. Die Zeit vergeht zum Teil furchtbar langsam, weil du kaum etwas zu tun hast. Aber auch weil du nicht aufhören kannst, an die Meerjungfrau zu denken. Willst du wirklich an die Küste zurückkehren, wie sie es versprochen hat? Kannst du ihr wirklich vertrauen? Oh, du hoffst, du kannst es. Du glaubst, du wirst vor Enttäuschung sterben, wenn sie nicht am vereinbarten Treffpunkt erscheint. Die Sekunden rennen weiter, ungebremst von der Sanduhr, und währenddessen versinkt die Sonne hinter dem Horizont. Ein Teil von dir macht sich jedoch Sorgen, dass es für die Suche nach der Meerjungfrau noch zu früh sein könnte. Wird sie schon da sein? Du sitzt da, dein Magen ist wie verknotet. Während der Wind lauscht, der gegen dein Fenster prescht, hörst du es. Das Geräusch ist leise. Aber dann ist es noch gut an den Abend zuvor. Draußen ertönt eine einzelne, einsame Stimme mitten der aufgewühlten Wellen. Die Stimme ist hoch und klar, silbern, wenn Stimmen überhaupt Farben haben können. Wie ein fein polierter Teller im Haus einer Adligen. Die Stimme gehört natürlich der Meerjungfrau. Wen kennst du noch, der eine so eigensinnige Stimme hat? Erleichterung macht sich in dir breit. Eine Erleichterung, die so stark ist, dass sie dir schwindelig wird. Sie hat dich also doch nicht verlassen. Warum, so fragst du dich, hast du jemals gedacht, dass sie das tun würde? Sie sagte doch, sie würde dich sehen. Dachtest du, das sei bloß eine Floskel? Wie von einer leichten Brise beflügelt, eilst du zur Tür. Mit zitternden Fingern, ich nehme an, sie zittern eher vor Aufregung als vor Angst, ergreifst du den Griff und bewegst ihn dann. Dann trittst du hinaus in die dunkle, düstere Nacht. Du gehst halt wie Klippen zu, wie schon in der Nacht zuvor, unter dem Schutz des tiefblauen Himmels. Der Wind stöhnt unruhig bei jedem Schritt, den du machst. Deine Füße schmerzen noch immer von deiner Expedition am Vortag. Aber du kannst dieses Unbehagen ignorieren. Vielleicht wird der Aussicht auf dein Wiedersehen mit der Meerjungfrau scheint das irrelevant zu sein. Du kennst sie jetzt seit einer Nacht, aber sie bedeutet dir schon mehr als dein eigenes Wohlergehen. Du wirst alles für die Meerjungfrau tun, wenn sie es verlangt. Naja, fast alles. Du steigst den Steinabhang der Klippe hinunter zum Ufer. Fast stolperst du in deinen abgetragenen braunen Schuhen, die wirklich nicht zum Klettern gedacht sind. Du bemühst dich so verzweifelt, noch einmal der Meerjungfrau zu treffen, dass du fast stürzt. Es ist gut, dass du noch genug Verstand hast, um dich wieder zu fangen. Andernfalls würde diese Geschichte zu einem völlig vorzeitigen Ende kommen. Schließlich gelangst du ans Ufer und näherst dich den zerklüfteten Felsen, auf den die Meerjungfrau zuletzt gesehen hast. Wie die Nacht zuvor sitzt die Meerjungfrau auf diesem Felsen. Ihr blondes Haar fällt ihr über die Schultern. Als sie dich von der anderen Seite des Ufers sieht, hört sie auf zu singen und ihre Augen leuchten auf. Zumindest scheint es so. Bist also zu mir zurückgekehrt, mein Held, sagt die Meerjungfrau und da kichert sie leise. Oder sollte ich vielleicht Heldin sagen? Ihr Lob lässt dich erröten, du fühlst dich dessen nicht würdig. Niemand hat dich hier eine Heldin genannt. Du betrachtest nicht einmal. Hätte ich nicht einmal selbst erzählt. Wenn man eine Geschichte über dich schreiben würde, denkst du eher, dass du eine Nebenfigur wärst, ohne eine eigene Stimme. Du bist nicht interessant genug. Die Meerjungfrau scheint aber zu glauben, dass du es bist.
Sie starrte begeistert an, als wärst du genau die Person auf der Welt, mit der sie am liebsten sprechen würde. Der Gedanke daran lässt dich erbeben. Bist du sehr wie der Blick der Meerjungfrau. Du sagst der Meerjungfrau, dass du dich nicht für sehr mutig hältst. Das tut deine unbeholfene Bemerkung mit einem Lachen ab. Ich dachte schon, ich habe gesehen, wie du die an die Klippen überwunden hast. Ich fand das sehr heldenhaft. Ich denke schon, ich dachte schon. Oh, sie hat das also gesehen, ja? Hast du denn gesehen, wie die Klippen hinuntergerutscht bist, hierbei die Handflächen aufgeschürft hast und beinahe gestürzt wärst? Du warst noch nie das anmutigste Mädchen, aber deine Schwächen vor einem Wesens offenbaren, das so souverän und perfekt ist wie die Meerjungfrau, das schmerzt ein wenig. Mir hat die Schärfwunden an den Handflächen, die du dir durch deine Ungeschicklichkeit zugezogen hast. Du sagst der Meerjungfrau, dass das alles gar nicht so behelfenhaft war. Du warst einfach nur aufgeregt, sie wiederzusehen, das ist alles. Du hast nicht nachgedacht. Da sind wir ja schon zwei. Ich war aufgeregt, dich wiederzusehen. War sie das? Natürlich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, gestern Abend mit dir zu sprechen. Ich hätte gehofft, dass wir unsere Konversation wieder aufnehmen können. Deshalb bin ich ein bisschen früher als sonst zu den Felsen gekommen. Ich habe auf dich gewartet. Hast du mein Lied gehört? Ja, wolltest du nix. Du hast gehört den ganzen Weg hinauf zu einer verlassenen Hütte. Es zog dich förmlich an. Das war der Plan. Ich habe für dich gesungen. Hat sie das? Ich glaube nicht, dass du dieses Lied der Meerjungfrau würdig bist, aber wenn es dir ihr nicht ausmacht, dir ihre Stimme zu widmen, dann... Nun, wem soll ich denn sonst meine Stimme widmen? Es gibt sonst niemanden, der mich hört. Du schätzt, das ist ein gutes Argument. Schüchtern schaust du die Meerjungfrau an. Du bedankst dich bei ihr für ihr Lied. Es war sehr schön. Du sagst ihr dann, bevor du die Nerven verlierst, dass du auch für sie ein Geschenk vorbereitet hast. Oh, wirklich? So ist es. Es ist eine Kleinigkeit, nicht mehr als ein albernes Schmuckstück. Aber wenn es nicht eine zu große Zumutung wäre, dann ungeschickt greifen deine Finger in deine Tasche. Für einige Augenblicke fürchtest du, dass dein beinahe Sturz von der Klippe den zarten Kranz beschädigt haben könnte. Aber deine Sorgen sind umsonst. Der Kranz ist erstaunlich robust, wenn man bedenkt, dass er nur aus ein paar Blumen hergestellt wurde und hat allen Widrigkeiten getrotzt. Du spannst den Kranz dennoch mit großer Sorgfalt und hältst ihn der Meerjungfrau zur Begutachtung hin. Dieser Kranz hast du für die Meerjungfrau angefertigt. Du dachtest, dass er in ihren Haaren schön aussehen würde. Als du den Kranz gemacht hast, warst du sehr zufrieden damit. Aber nachdem du die Meerjungfrau gesehen hast, hast du deine Meinung geändert. Der Schnitt der Meerjungfrau ist überirdisch, so sehr, dass es fast wehtut, sie anzuschauen. Der Blumenkranz scheint im Vergleich dazu ein sehr dürftiges Geschenk zu sein. Während du dein Geschenk hinhältst, desto unwürdiger fühlt es dich an. Während die Sekunden vergehen, hast du fast vor, der Meerjungfrau dein albernes, völlig unwürdiges Geschenk wieder zu entreißen, wo sie zu hart mit dir ins Gericht gehen kann. Aber die Lippen der Meerjungfrau verziehen sich zu einem Lächeln, mit einer Stimme, die so voller Dankbarkeit ist, dass einem das Herz aufgeht, sagt sie: Oh meine Güte, hast du das für mich gemacht? Und ja, du antwortest du. Immer noch ein wenig verwirrt, du hast diese Blumen vorhin gesehen, als du spazieren gingst, und sie haben sich an sie erinnert. Du beeilst dich hinzuzufügen, dass du nicht glaubst, dass ihre Schönheit mit dieser Blume vergleichbar ist. Sie sind weit unterlegen, wenn sie mit ihrem guten Aussehen vergleicht. Das dachtest du nur. Der Rest des Satzes kannst du dir doch nicht mehr sagen. Denn die Meerjungfrau unterbricht dich, nicht unhöflich, sondern mit etwas wie Mitgefühl. Vielleicht hat sie Mitleid mit dir. Sie muss hören können, wie deine Stimme zittert. Kann sie auch sehen, wie deine Hände zittern? Oh je. Ein schwaches Herz hat noch nie die Hand einer holden Maid gewonnen, weißt du? Was mit deinem ganzen Selbstvertrauen passiert? Ich finde, dass dein Geschenk wundervoll ist. Ich habe das überhaupt nicht erwartet, aber es ist wirklich schön. Du blickst auf deine Füße, so schüchtern, um den Blick der Meerjungfrau zu erwidern. Dann sagst du ganz leise, dass du dich freust, dass sie so denkt, aber sie braucht dein Ego nicht zu schonen. Du hast ohnehin schon nur noch sehr wenig davon. Die Meerjungfrau scheint von deiner Schüchternheit gerührt zu sein. Vielleicht mag sie es ja mehr, wenn ihre Beute selbstbewusst ist. Denn sie lächelt. Ich sage nicht so einfache Dinge, um dein Ego zu schonen. So bin ich nicht. Menschen können Plattitüden so leicht von sich geben, wie sie die Luft atmen. Aber ich mache anderen keine Komplimente, wenn ich es nicht wirklich so meine. Ist es nicht der Sinn von Gesprächen, um einen ehrlichen Dialog miteinander zu führen? Wenn ein Gesprächsteilnehmer seine wahren Absichten verschweigt, ist ein Gespräch unmöglich. Solche Spielchen sind für mich Zeitverschwendung, zumal meine Zeit an der Oberfläche sehr begrenzt ist. Oh, du bist daraufhin noch stärker. Du musst das die Meerjungfrau unter deinen vollen Wimpern. Dann gefällt es dir also wirklich? Habe ich das nicht gesagt?
Ihr Menschen seid so witzig mit euren Zweifeln. Am Anfang war sie auch so. Sie? Meine Freundin. Die Antwort der Meerjungfrau ist simpel. Aber sie schnürt meinen Magen zusammen. Ah genau, ihre Freundin. Konntest du sie nur vergessen? Sie hat mir auch immer Geschenke gemacht. Weißt du, Geschenke wie diese hier. Sie pflückte Blumen auf den Klippen dort drüben, wo ich nicht hinkomme. Meerjungfrau deutet mit einer Hand auf die Klippe, die das Ufer überragt. Hoch und imposant. Jetzt wollten sie in den Himmel ragen. Sie formte sie zu Grenzen wie diesen und zu Armbändern. Ich war dankbar für ihre Geschenke, wo sie ähnlich schüchtern war, als sie zu mir zum ersten Mal überreichte. Ich schien nicht sehr viel von ihrer Arbeit zu halten. Seid euch bemerkenswert ähnlich, wirklich. In der Stimme der Meerjungfrau liegt keine Artlist. Aber ihre Worte haben eher den Wind aus dem Segeln genommen. Natürlich gibt die Gehörtin der Meerjungfrau Geschenke. Warum sollte sie nicht? Die Meerjungfrau ist wunderschön. Sie ist so wunderschön wie eine Schutzgöttin, dass sie schon durch ihre bloße Existenz zur Ehrbietung einzuladen scheint. Wärst du religiöser oder vielleicht unreligiöser, könntest du sogar Erwägung ziehen, sie zu verehren. Aber ist dir nicht im Grunde das, was du mit deiner Blumenkrone getan hast? Wie dumm von dir, dass du geglaubt hast, deine Idee sei originell. Ich mag zwar an Geschenke gewöhnt sein, aber es ist schon lange her, dass mir ein Mensch etwas geschenkt hat. Das ist eine schöne Überraschung und bin dir wirklich dankbar für deine Freundlichkeit, meine Liebe. Die Meerjungfrau beugt sich auf ihrem Fels nach vorne, um den Kranz entgegenzunehmen. Ihr wohlwollendes Lächeln ist die ganze Zeit über ungebrochen. Jetzt, wo ich mir dein Geschenk genauer ansehe, denke ich, dass es von besserer Qualität ist als die Geschenke, die mir meine alte Freundin eins machte. Also diese Aussage ist genug, um dich aufzuschrecken. Schwierig ist doppelt zu, das war schon mal, ne? Das heißt eigentlich nur, um dich aufzuschrecken, nicht um dich zu aufzuschrecken. Weil bin ich doof. Egal. Als ob die Berührung der Finger der Meerjungfrau nicht schon genug wäre. Könnte dein albernes Geschenk wirklich besser sein, als die, die sie früher erhielt? Ich denke schon. Die Schmuckstücke meiner Freundin alle ziemlich unausgearbeitet, aber ich schätze sie trotzdem. Sie waren sehr wertvoll für mich. Aber sie hielt nicht mehr, nicht sehr lange. Nicht, als ich sie mit ihnen in meine Heimat unter dem Wasser nahm. Das Wasser hat sie zerbrechlich die zerbrechliche Verbindung zwischen den Blumenstängeln bald zerrissen. Der Nachschmuck scheint dagegen stabiler zu sein. Aber er ist auch sehr filigran. Du musst sehr geschickte Hände haben. Du denkst kurz an deine katastrophalen Nähstunden in der Vergangenheit zurück. Deine zahlreichen fehlgeschlagenen Versuche, deine Nadel einzufädeln, während du andere Mädchen über dich kriechten und errötest. Denkst, dass das Lob der Meerjungfrau vielleicht ein bisschen zu überschwänglich ist. Du sagst, es ist der Meerjungfrau, aber sie lacht nur. Das denke ich nicht. Die Meerjungfrau setzt sich deinen Blumenschmuck auf den Kopf. Über langes blondes Haar mustert dich auf eine fast kokette Weise. Alter, ey. Was denkst du? Du denkst, dass die Meerjungfrau blendend aussieht, aber es liegt weniger an dem Geschenk als vielmehr an ihrer natürlichen Schönheit. Du sagst das der Meerjungfrau, wenn auch nicht so deutlich, und sie kichert. Du unterschätzt dich zu sehr. Ich finde dein Geschenk wirklich sehr schön. Die Blumen passen gut zu meinem Haar. Ja, antwortest du mit einem Kopfnicken. Deshalb hast du diese Blumen gepflückt. Sie ist alles, woran du denken konntest. Ich bin froh, dass du an mich gedacht hast. Ich habe in der Tat auch an dich gedacht, auch wenn ich es nicht so ausdrücken wollte. Nein? Nein, es wäre mir peinlich zuzugeben, wie sehr ich mich auf unser Wiedersehen gefreut habe, wenn es dir nicht auch so ginge. Ich sehe nämlich nicht nach Menschen aus der Ferne. Aber wenn du mich so magst wie ich dich, dann fühle ich mich weniger allein. Du beißt dich der Meerjungfrau mit dem entflammten Gesicht. Hörst du eigentlich jemals auf, rot zu werden, meine Güte? Zu versichern, dass sie wirklich am Herzen liegt. Sehr sogar. Du kennst sie dich noch nicht sehr lange, aber sie hat zweifellos einen Eindruck auf dich gemacht. Sie ist eine so angenehme Gesprächspartnerin, dass die Zeit wie im Flug vergeht, wenn du mit ihr zusammen bist. Es ist natürlich auch nicht schlecht, dass sie so hübsch ist. Ich habe gehört, dass mein Aussehen recht ansprechend ist. Meine alte Freundin hat mir ein ähnliches Kompliment gemacht. Ich kann es euch Menschen nicht verübeln, dass ihr so von mir angetan seid, wenn meine Gestalt so anmutig ist. Deine Beine scheinen im Vergleich zu meinem glatten, eleganten Schwanz sehr schwerfällig zu sein. Es muss sehr deprimierend sein, so wie ihr im Land herumzuirren. Euren Tag unter der harten Sonne und dem kühlen, gefühlslosen Mond zu verbringen. Manchmal denke ich, dass ihr mir leid tut. Aber an einer Oberfläche ist es viel heller als unter dem Meer, das gebe ich zu. Du stimmst der Meerjungfrau zu, immer noch errötet, obwohl es einige Vorteile hat, Beine zu haben.
eine Zustimmung, die mehr Frau zum Kichern bringt. Ich bin sicher, dass es Vorteile gibt, auch wenn du die Tiefen des Ozeans nicht so erforschen kannst wie ich. Nehme an, du hast es nicht noch nie versucht? Du schüttelst den Kopf, nein. Dann hattest du nie gedacht, vor allem weil du noch nie so nah am Meer warst, in deinem ganzen Leben nicht. In der Vergangenheit hattest du nie viel Gelegenheit zur nautischen Erkundung. Damals durfst du nirgendwo hingehen, außer in die örtliche Kirche. Es war eine ziemlich einsame Existenz. Nun, das ist schade. Du wärst so freudig, mir ein Geschenk zu machen, das aus Blumen besteht, die dort wachsen, wo ich sie nicht sehen erreichen kann. Also sollte ich mich vielleicht revanchieren. Revanchieren? Ja genau, es scheint mir nur angemessen, dass ich dir etwas gebe, das man nur in den Tiefen des Ozeans finden kann. Vielleicht können wir es als eine Form des kulturellen Austauschs betrachten. Oh nein, protestierst du mit großen Augen und könntest dir unmöglich eine solche Last aufbürden. Du hast dir schließlich kein Geschenk gemacht, weil du eine Gegenleistung erhalten wolltest. Also etwas anderes als ihre Freundschaft. Das Gespräch mit ihr ist mehr als genug, um dich glücklich zu machen. Du brauchst keine Geschenke dazu. Die Meerjungfrau scheint jedoch nicht von deiner ablehnenden Haltung überzeugt zu sein. Sie zieht eine Augenbraue hoch. Auch diese Geste ist elegant ausgeführt. Dann sagt sie: Wenn meine Gesellschaft alles ist, was du brauchst, um dich zu erfreuen, dann bist du in der Tat leicht zufriedenzustellen. Aber bitte, weise mich nicht zurück. Ich biete es dir an, weil ich es gerne tun möchte. Denk daran, was ich gesagt habe. Ich sage Dinge nicht nur um ihre selbst willen. Nun ja, murmelst du, wenn es dir wirklich nichts ausmacht. Natürlich macht es mir nichts aus. Jetzt warte dort, es wird nicht lange dauern. Es wäre unhöflich, meine alten Freundin mit in einem Gespräch stehen zu lassen. Ich bin verrichtet ihren Blick auf das klare, spiegelnde Wasser, das im Mondlicht schimmert. Dann taucht sie ab. Okay, dann würde ich sagen, war es aber auch für heute. Ist, glaube ich, ein guter Moment. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.